Hallo und herzlich willkommen zur 10. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Zeiger. Wozu brauchen wir Zeiger? Nun, ganz klar, das Modul heißt Maschinenorientiertes Programmieren. Zeiger sind optimal, um mit der Hardware direkt zu kommunizieren. Also zum Beispiel direkt auf dem Bildschirmspeicher etwas zu schreiben. Eine weitere Motivation, wofür wir Zeiger einsetzen, das ist häufig die Effizienzsteigerung. Ein schönes Beispiel ist das Starten eines Prozesses unter Windows. Wenn ein Programm in den Speicher geladen wird, dann wird es in Blöcken in den Arbeitsspeicher geladen. Die entsprechenden Datenstrukturen, die für die Ausführung des Programms erforderlich sind, werden dann direkt auf die Speicherblöcke referenziert. Das heißt, es wird nicht der Speicher nochmal separat in diese Datenstrukturen eingelesen, sondern direkt in den bereits eingelesenen Blöcken verarbeitet. Das ist erheblich effizienter als das Kopieren von Daten oder das Aufbereiten spezieller Daten durch Manipulationen im Arbeitsspeicher. Ja, und dann der Klassiker, das Speichern einer Textzeile, deren Länge erst zur Laufzeit bekannt wird, also das dynamische Speichern von Daten. Und natürlich letztendlich unsere dynamischen Datenstrukturen, die Sie aus Grundlagen der Programmierung schon kennengelernt haben. Die einfach verkettete Liste, die doppelt verkettete Liste. Wir schauen uns später auch noch Binärbäume an. Das geht natürlich nur, wenn wir Zeiger verwenden. Wir haben schon gesehen, wir können in Strukturen andere Datenstrukturen schachteln. Es geht aber nicht wie in Java, wenn Sie sich an die Linked List Class erinnern. Es geht nicht wie in Java, dass Sie innerhalb einer Struktur die gleiche Struktur schachteln. Das würde zu einem unendlich großen Arbeitsspeicher führen. Das geht nur, wenn wir mit Zeigern arbeiten. Wir können also innerhalb einer Struktur auf die Struktur wieder per Zeiger verweisen. Was ist ein Zeiger? Nun hier mal im Vergleich zu einer Variable dargestellt. Eine Variable, hier die Variablen b und c, mal als Bild im Arbeitsspeicher dargestellt. Sie sollen hier beispielsweise auf der Adresse 1418 Hex liegen. Der Name einer Variable repräsentiert in C prinzipiell immer eine Adresse. Das heißt, in der maschinennahen Assemblerprogrammierung würden wir mit Adressen operieren. Wir können jetzt in C einfach dafür Variablen verwenden. Aber jede Variable wird eigentlich durch eine Adresse im Speicher repräsentiert. Das heißt, eine Variable hat einen Namen und damit natürlich eine Adresse und sie hat einen entsprechenden Wert, der an dieser Adresse im Speicher steht. Eine Variable hat also zwei Eigenschaften, ihre Adresse und den Wert. Der Wert ist natürlich auch über den Typ bestimmt. Ein Zeiger, hier mal dargestellt durch das Kaufmanns und C. Wir haben schon gelernt, wir können mit dem Adressoperator, dem Kaufmanns und, die Adresse einer Variable generieren. Ein Zeiger hat im Prinzip auch einen Wert. Ich bezeichne ihn hier als Zeigerwert. Der Wert des Zeigers ist nämlich eine Adresse. Und jetzt ist noch die Besonderheit, dass ein Zeiger natürlich auch auf das Element an der entsprechenden Adresse referenziert. Das heißt, der Zugriff auf den Wert, das kleine c hier in dem Beispiel, kann über den Zeiger, über die Adresse erfolgen. Damit wird auf den Speicher dort zugegriffen und der Wert c zum Beispiel ausgelesen. Ein Zeiger hat also im Vergleich zu einer Variablen nicht nur den eigentlichen Wert, die Adresse, sondern auch den dort referenzierten Wert. Und das gilt auch für den Datentyp. Wenn Sie mit dem Kaufmanns und einen Zeiger generieren, dann bedeutet das in C nicht nur, dass die Adresse generiert wird, es wird auch der entsprechende Typ abgeleitet. Das heißt, wenn die Variable hier, wie in dem Beispiel vom Typ Character ist, dann erzeugt Kaufmanns und C auf diese Variable einen sogenannten Character Pointer, also einen Zeiger, der den Typ Character aufweist. Damit ist sichergestellt, dass wir auf den Arbeitsspeicher auch korrekt zugreifen. Zugriff über Kaufmanns und C erfolgt also auch nur auf einen Charakter, genauso wie der Zugriff
auf die Variable c in diesem Beispiel. Ich habe mal salopp zusammengefasst, ein Zeiger ist im Prinzip eine Adresse und wir könnten es wie einen Hyperlink, wie in einem HTML-Dokument als Hyperlink verstehen. Der Zeiger verweist auf neuen Inhalt. Damit erlaubt der Zeiger einen Alternativzugriff auf eine Variable, man nennt das einen Alias, also Kaufmanns und C wäre ein Alias für den Zugriff auf die Variable C. Ein Zeiger beschreibt eben sowohl die Adresse als auch den referenzierten Variablentyp und ein Zeiger erlaubt damit einen typisierten Zugriff auf den Arbeitsspeicher. Wir werden später sehen, dass wir nicht nur mit dem Kaufmannsoperator Zeiger generieren, wir können auch Arbeitsspeicher anfordern und quasi direkt mit angeforderten Arbeitsspeicher arbeiten. In diesem Fall erzeugen wir keinen Alias, sondern wir arbeiten direkt mit dem angeforderten Arbeitsspeicher. Ebenso werde ich Ihnen noch kurz zeigen, dass wir natürlich auch direkt auf Arbeitsspeicher zugreifen können, also damit direkt einen typisierten Zugriff auf den Arbeitsspeicher bekommen. Aber zunächst zu den Grundoperationen. Bereits kennengelernt haben wir den Kaufmanns-und-Operator, den Adressoperator, der liefert die Adresse eines Datenobjekts in C und ich nenne es mal einfach, dient zum Erzeugen eines Zeigers. Genau das Gegenteil ist davon der Sternoperator, der sogenannte Dereferenzierungsoperator. Mit dem Sternoperator greife ich auf den Inhalt eines Zeigers zu. Das heißt banal ausgedrückt, Stern und C wäre quasi der Inhalt der Variable C. Stern dereferenziert einen Zeiger, greift auf den Inhalt zu, Kaufmanns und erzeugt den Zeiger und C wäre die Variable, auf die wir den Zugriff ermöglichen. Ja, leider gab es zum Zeitpunkt der Entwicklung von C nur eingeschränkte Symbole auf der Tastatur. Darum sind einige Operatoren in C doppelt belegt, so wie auch das Kaufmanns-und, was ja auch als Bit-Operator, also Bit-und, eigentlich in C dient. Genauso hat der Stern mehrfach Bedeutung. Wir haben den Stern als Multiplikation bereits kennengelernt. Wir haben den Stern kennengelernt bei den String-Variablen zum Anlegen eines Zeigers. Und wir haben jetzt die dritte Variante des Sterns kennengelernt, zum Dereferenzieren, also zum Auflösen, zum Auslesen des Ergebnisses eines Zeigers. Den Stern als Dereferenzierung und zum Erzeugen eines Zeigers sollten Sie nie verwechseln. Das passiert leider sehr häufig. Ganz einfach, der Stern an sich ist gleichzusetzen mit dem Zugriff über den Index 0. Bei den Zeichenketten hatte ich Ihnen ans Herz gelegt, dass Sie immer über den Index auf die Zeichenketten zugreifen, weil Sie damit einen einfach lesbaren Programmtext erzeugen. Bei Zeigern kommt jetzt häufig natürlich für den Zugriff der Stern zum Einsatz. Das heißt, das Anlegen allgemein von Zeigervariablen sieht wie folgt aus. Wir haben das auch im Beispiel Pointer bei den Strukturen in der letzten Vorlesung bereits gesehen. Hier nochmal allgemein der Zeiger und jetzt als Any C-Type hier bezeichnet, ist jeder mögliche Datentyp in C, also auch ein Datentyp, der mit TypeDef beispielsweise generiert wurde oder ein zusammengesetzter Datentyp Struct, Color beispielsweise. Das heißt, ein beliebiger Datentyp in C. Für die Definition eines Zeigers brauchen wir den Stern. Der Stern, wie bei char Stern S beispielsweise bei den Strings, bindet an den Namen. Der Zeigername Pointer Identifier ist damit der Bezeichner für den Zeiger. Wir können Zeiger initialisieren mit einem sogenannten Pointer Literal oder mit einer Pointer Expression. Wir gehen erstmal auf das Pointer Literal ein. Ich habe hier beispielsweise eine Reihe von Zeiger-Definitionen dargestellt. Das erste ein Character Pointer, wie wir das von den Strings kennen. Dann ein Pointer von Double-Werten. D-Pointer, ein Long-Pointer, ein T-Pixel-Pointer, um nochmal auf das Beispiel von White-Pixel aus der letzten Vorlesung zurückzugreifen. Dann ist mal dargestellt, und das ist jetzt hier mit einem
Kringel auch markiert. Der Stern ist erforderlich für die Darstellung eines Zeigers. Das heißt, int i, Stern i Pointer bedeutet, es wird die Variable i vom Typ int angelegt und die Variable i Pointer vom Typ Zeiger auf int. Auch hier nochmal der Hinweis, Sie sollten solche Definitionen immer in getrennte Zeilen schreiben. Das wird lesbarer, insbesondere natürlich, wenn Sie die Reihenfolge umdrehen. Also erst ein int Stern i Pointer und als nächste Zeile ein int i. Dann ist klar, dass das eine ein Zeiger und das andere eine reine Integer-Variable ist. Für die Initialisierung das Pointer-Literal. Das einfachste Pointer-Literal ist null. Allerdings ist null nicht im Sprachstandard definiert, sondern als define angelegt. Darauf werden wir gleich in der nächsten Folie noch eingehen. Es macht Sinn, Zeiger mit null vorzuinitialisieren, denn damit ist exakt spezifiziert, dass der Inhalt des Zeigers ungültig ist. Wenn Sie einen Zeiger nicht initialisieren, dann kann es sein, dass er zufällig auf null zeigt. Es kann aber auch sein, dass er zufällig auf irgendwelche Speicherbereiche Ihres Prozesses zeigt und damit gültig oder ungültigen Speicher referenziert. Das ist sehr gefährlich und kann zu Fehlern führen, die sporadisch auftreten, eben auf welchen Wert der Zeiger zufällig zeigt. Das heißt, das Programm kann lange gut gehen oder einmal schief gehen. Das ist immer der schlimmste Fall. Sie sollten also sich angewöhnen, Zeiger immer mit null oder mit einer bereits bekannten Adresse zu initialisieren. Das ist hier das Beispiel von der letzten Vorlesung. T-Pixel, Stern, P-Pixel ist Kaufmanns- und Weitpixel. Also wir verwenden hier die rot eingekreiste Initialisierung. Das ist der sogenannte Pointer-Vektor in C, also mit Kaufmanns und ein Vektor auf einen Zeiger. Und wir sehen ganz unten noch das P-Screen, was auf die Adresse B8000hex gesetzt wird. Das ist die Möglichkeit, in C absolute Adressen zu adressieren. Das Beispiel kommt aus der alten DOS-Zeit. Das ist damals der Text-Bildschirmspeicher, den man beschreiben konnte, direkt aus DOS-Programmen heraus. Das hat im Rahmen der Windows- oder Linux, Mac OS Entwicklung wenig Sinn. Also Adressen werden heute in Desktop-Programmen nicht mehr absolut vergeben. Nachdem die Arbeitsspeicher meist virtualisiert sind, wir also nicht auf physikalische Adressen zugreifen. Und was jetzt hier nicht dargestellt ist, das ist natürlich ein String-Literal. Ich kann natürlich, wie wir das bereits aus den Strings kennen, einen Character-Pointer mit einem String-Literal initialisieren. Was jetzt hier immer als Pointer-Cast angegeben ist, das werden wir auch später noch kennenlernen, das ist der Cast auf den speziellen Pointer-Typ. Komme ich noch kurz zum Null-Zeiger. Der Null-Zeiger bedeutet quasi sowas wie die leere Menge, also der Zeigerinhalt ist ungültig. Der bietet natürlich zusätzliche Informationen. Das heißt, eine Variable hat immer einen Wert. Ein Zeiger kann null sein, also keinen Wert aufweisen oder einen Wert aufweisen. Wir kriegen also noch eine zusätzliche Information über die Möglichkeit, mit null zu operieren. Es ist eine Definition in Standard Def als Define und wird standardmäßig auf die Adresse 0 gemappt. Das heißt, die Standardbibliothek fragt in einigen Fällen ab, ob ein Zeiger auf die Adresse 0 zeigt und agiert dementsprechend. Also if, wenn ich einen Zeiger als Bedingung übergebe, dann bedeutet das, dass die if-Bedingung dann wahr ist, wenn der Zeiger eben nicht null ist. Typischer Einsatz ist natürlich bei Fehlermeldungen. Ich bringe das auch immer in Grundlagen der Informatik bereits, das Beispiel, was Funktionen sinnvoll rückgeben sollen. Wenn ich meinen Kontostand bei der Bank abfrage und die Funktion, die das übernimmt, liefert mir einfach einen Double-Wert zurück, dann ist die Frage, was passiert bei einem Fehler? Wenn die Funktion 0 zurückliefert, bin ich vielleicht entsetzt, weil mein Kontostand leer ist. Tatsächlich ist ein Fehler aufgetreten. Ein Betrag von 0 Euro auf dem Konto ist aber durchaus ein sinnvoller Betrag, gerade wenn das Konto neu eröffnet wird. Das heißt, das macht natürlich keinen Sinn, so einen Fehler zu definieren.
oder, was wir auch gerne in C machen, minus 1 als Fehlerinformation zurückzugeben. Auch minus 1 wäre ein gültiger Geldbetrag auf dem Konto. Besser ist die zweite Variante, das heißt, wenn unsere Funktion, die den Kontostand liefert, nicht ein Double zurückgibt, sondern einen Zeiger auf Double, dann kann sie mit der Information, ich gebe Null zurück, einen Fehler markieren und wenn nicht Null zurückgegeben wird, dann kommt ein gültiger Kontostand. Das heißt, ich werde informiert, wenn ein Fehler aufgetreten ist und erschrecke nicht, dass ich plötzlich kein Geld mehr auf dem Konto habe. Ja, zum Arbeiten mit Zeigern. Wir haben das bei den Zeichenketten schon kennengelernt. Zeiger und Felder sind in C eng verwandt. Jeder Zeiger in C kann im Prinzip als Feld betrachtet werden. Ich habe mal hier das Beispiel für verschiedene Zeiger. Character Pointer, Double Pointer oder ein Int Pointer. Achtung, wie bereits gesagt, die sollten natürlich initialisiert sein. Ansonsten ist ein Zugriff auf die Zeiger überhaupt nicht möglich. Und der Zugriff über den Sternoperator ist jetzt identisch mit dem Zugriff über die eckigen Klammern. Also wenn ich mit Stern C-Pointer auf den Wert des Zeigers zugreife, kann ich in C alternativ schreiben, C-Pointer Index 0 ist gleich der gewünschte Wert. Das gleiche gilt für Double. Bei Character haben wir das im Prinzip bei den Strings schon kennengelernt, genau bei Integer oder für alle anderen Typen von Zeigern. Das können wir jetzt mit den Zeigern tun im Vergleich zum Feld. Wir haben das auch schon bei den Strings kennengelernt. Wir können natürlich Zeiger variieren. Das heißt, wir können mit plus plus einen Zeiger hochzählen, können uns also innerhalb eines gedachten Feldes bewegen. Wenn wir um plus plus einen Zeiger erhöhen, dann erhöhen wir den Zeiger in dem Sinne, als ob wir auf das nächste Feldelement zugreifen wollten. Mit minus minus erniedrige ich um ein Feldelement. Ich kann mit plus etwas aufaddieren oder mit plus ist gleich den Zeiger um entsprechende Anzahl Feldelemente verschieben. Und das gleiche gilt mit minus ist gleich. Ich kann also mit minus den Zeiger um entsprechende Anzahl Feldelemente erniedrigen. Das, was natürlich nicht geht, ist Zeiger mit Zeiger addieren. Das geht zwar theoretisch auf Seite der Hardware. Adressen können natürlich auch addiert werden. Es kommt eine neue Adresse raus. Aus semantischer Sicht macht es keinen Sinn, ein String-Literal mit einem anderen String-Literal zu addieren. Dann werden zwei Adressen aufsummiert und das Ergebnis ist irgendeine wahrscheinlich unsinnige Adresse im Speicher. Das heißt, die Addition von Zeigern ist verboten. Ich kann auch keine Float, also Gleitkomma, Float oder Double-Zahl auf einen Zeiger aufaddieren. Es gibt keine 0,5 Indexelemente. Der Zugriff auf einen Index muss immer ein Integerwert sein. Ich habe das mal versucht, an einem Bild darzustellen. Wenn wir unsere Variablen, Character Pointer, der C-Pointer, der Integer Pointer und der Double Pointer, wenn wir die anlegen und natürlich auf eine Adresse verweisen lassen, dann zeigt der C-Pointer auf das nullte Element, also Index 0, der I-Pointer entsprechend auf das nullte Element, der D-Pointer entsprechend auf das nullte Element. Der Unterschied ist jetzt, ein Zugriff auf den Inhalt von C-Pointer greift auf 1 Byte zu, während I-Pointer bei 32 Bit auf 4 Bytes zugreift und Double natürlich auf 8 Bytes. Das heißt, wenn wir uns jetzt innerhalb dieser Zeiger bewegen, also zum Beispiel C-Pointer plus 2 rechnen, dann verweist dieser Zeiger, also mit der Addition um 2 Feldelemente, 2 Bytes weiter. Wenn ich das gleiche bei I-Pointer vornehme, dann bin ich schon 8 Bytes weiter. Wir sehen also, wir bewegen uns bei der Addition nicht im arithmetischen Bereich, sondern, man nennt es deswegen eine Zeigerarithmetik, wir bewegen uns immer um Feldelemente, also um die Größe des referenzierten Datentyps, bei Byte 1 Byte, bei Integer 32 Bit 4 Byte, bei Double dann immer entsprechend um 8 Byte. Was auf dem Bild auch dargestellt ist, D-Pointer Index minus 1. Wir können natürlich auch minus 1 rechnen, also
die Zeigerarithmetik mit Subtraktion vornehmen. Wir können ein Feldelement abziehen. Das ist in C auch erlaubt, was zum Beispiel in Java unvorstellbar wäre. Ja, zum Arbeiten mit dem Zeiger als Fazit. Die Zeigerarithmetik ist in C einfach mit der Feldindizierung gleichgesetzt. Also hier nochmal ein anderes Beispiel, jetzt mit der Addition. Wenn ich auf C-Pointer plus 4 zugreife über den Sternoperator, dann entspricht es natürlich dem Index 4, also Zugriff auf Index 4. Und das gleiche für D-Pointer, das Beispiel plus 1 wäre der Index 1 oder bei E-Pointer der Index 2. Als Warnhinweis fürs saubere Programmieren: Werden mit Zeigern Zugriff auf Felder realisiert, so verwenden wir sinnvollerweise für eine bessere Lesbarkeit die eckigen Klammern, die Indizierung und nicht den Sternoperator. Also Sternklammer auf, irgendwas addieren, Klammer zu, ist sehr viel schwieriger zu lesen, als wenn wir die eckigen Klammern verwenden. Ja, und kommen wir, was die Zeigerarithmetik angeht, noch zur Subtraktion von Zeigern. Ich kann zwei Zeiger subtrahieren. Die Differenz ergibt mir die Anzahl der Feldelemente zwischen diesen beiden Adressen. Hier mal am Beispiel der Funktion String_len dargestellt. Wir berechnen die Länge des Strings. Das heißt, wir durchlaufen den String, solange bei S-Pointer keine Nullterminierung vorliegt. Und wir merken uns den ursprünglichen String in P. Wenn wir jetzt von der fortgeschrittenen, also den String durchlaufenden Adresse S-Pointer das P abziehen, dann bekommen wir genau die Differenz in Elementen. Das ist jetzt bei Character Bytes, das heißt, wir kriegen die Differenz in Bytes und das entspricht natürlich der arithmetischen Differenz der Adressen. Also Rückgabewert ist jetzt Int. Genauer gesagt kriegen wir einen unsigned Int zurück. Oder noch genauer ist unser Ergebnis ein Pointer Diff-T in StandardDef definiert. Das ist also die mögliche Größe der Differenz von Zeigern, die ja von Int abweichen kann. Bei einem 32-Bit-System entspricht es natürlich 32-Bit-Int. Ich kann das Ganze jetzt abändern, indem ich von Character auf ein W-Character-T, das ist im Prinzip ein 16-Bit-Character, ist standardmäßig eben als Short definiert. Das heißt, unser einzelnes Zeichen ist jetzt 2 Byte groß. Trotzdem liefert die Differenz dieser Adressen die Anzahl der Elemente, also die Länge der Zeichenkette, und nicht die Anzahl der Bytes, die dann entsprechend doppelt so groß wäre. Ja, und zum Abschluss, da wollte ich in der letzten Vorlesung noch nicht drauf eingehen, weil wir den Sternoperator noch nicht kennengelernt haben. Bei den Zeiger auf Strukturen haben wir den Pfeiloperator kennengelernt. Jetzt ist die Frage, warum brauchen wir den Pfeiloperator? Ganz einfach aufgrund der Rangfolge der Operatoren. Ich habe hier mal das Beispiel, unsere T-Point-Struktur und eine Variable, ein Zeiger P-Point auf diese Struktur. Dann wäre mit den Standardoperatoren von C der Zugriff auf den Zeiger. Ich greife erst auf den Inhalt zu, also Stern P-Point, und greife dann mit Punkt auf das X oder mit Punkt auf das Y-Element zu. Ich muss hier an der Stelle Klammern verwenden, weil der Punkt stärker als der Stern binden würde. Das heißt, wenn ich Stern P-Point Punkt X schreiben würde, ohne die Klammern, würde der Compiler schimpfen und sagen, P-Point ist ein Zeiger und hat kein X-Element. Das heißt, diese Klammerbindung, dass ich erst auflöse, also erst auf den Inhalt des Zeigers zugreife, der ja die Struktur repräsentiert, und dann auf die Elemente X und Y, das wird vereinfacht durch den Pfeiloperator. Das heißt, der Pfeiloperator hat die höchste Rangstufe wie der Punkt, bindet also direkt an den Namen der Variable und kann damit den Zugriff auf die Elemente, jetzt hier das Beispiel X, genauso wäre Y natürlich denkbar, stark vereinfachen. Das erhöht wiederum die Lesbarkeit. Sie sollten also nicht den Stern in Klammern verwenden, sondern immer den Pfeiloperator. Ja, und ein Ausblick, den wir allerdings im Rahmen
der diesjährigen Vorlesung nicht behandeln werden. Wir können mit den Zeigern und Zeiger auf Strukturen direkt auf die Hardware zugreifen. Ich habe das in den letzten Jahren immer in einem Praktikumsversuch beim Zeichnen der Mandelbrotmenge durchgeführt. Hier das Beispiel, ich bekomme die Adresse des Videospeichers und wir haben das T-Color-Element schon kennengelernt. Das heißt, ich kann, wenn ich einen Zeiger auf ein T-Color-Element caste, was jetzt hier durch Color Pointer dargestellt ist, dann kann ich direkt die komplette Color-Struktur, also Rot, Grün, Blau-Komponente in den Bildschirmspeicher schreiben. Jetzt mal hier dargestellt, eben für das Beispiel 24-Bit Farbtiefe. Ich kann über den Color Pointer auf die Farbe des Bildschirms zugreifen und ich kann natürlich die Farbe des Bildschirms auch setzen. Das Tolle ist, dass hier beim Schreiben einer Struktur alle Komponenten gleichzeitig gesetzt werden und ich nicht byteweise auf den Bildschirmspeicher zugreifen muss, also nicht byteweise die Farben setzen muss. Was ich gleich im Anschluss noch als kurzes Beispiel Ihnen zeigen möchte, ist, das sind die Zeiger als Funktionsparameter. Das werden wir auch später noch mal etwas vertiefen. Das heißt Zeiger als Eingabeparameter. Wir haben das bei den Strukturen schon kennengelernt. Und Zeiger als Ausgabeparameter, so wie das bei der ScanF-Funktion ja der Standard ist, dass die Funktion in einen Zeiger etwas hineinschreibt. Ich mache es gleich jetzt mit Ihnen am Beispiel der Swap-Funktion. Bis gleich im zweiten Teil.